Geliebte Träger des Lichts, wir sind die Wesen der höheren Lichtdimensionen und wir sprechen heute zu dir durch eine Energie, die du kennst als Erzengel Metatron. Der Juni bringt viele Neuanfänge mit sich und du bist auch nach der Abenteuerreise im Mai aufgefordert, schnelle Entscheidungen zu treffen und rasch in die Handlung, in die Tat zu kommen. Denn der Juni bringt noch immer eine starke Energie, die vorangeht, mit sich. Es ist sehr viel Bewegung und es geht schneller und schneller und schneller. Denn je mehr Energie dieser Prozess aufnimmt, umso rascher geschieht er auch und umso schneller können sich die neuen Energien auf der Erde verankern. Und so bringt auch Juni eine rasche, eine schnelle Energie mit sich, mit vielen, vielen Neuanfängen. Es ist möglich, dass du erkennst, dass du dich jetzt neu ausrichten möchtest, neue Wege gehen möchtest. Denn die Energie schwingt so hoch, dass sich dieses Neue immer stärker und immer besser zeigen kann und dass du immer stärker fühlen kannst, was deine Seele sich für dich und deinen Weg wünscht. Denn es geht nicht mehr darum, den Weg zu gehen, der das Schicksal für dich bestimmt hat, sondern es geht ultimativ darum, den Weg zu gehen, der deine Seele für dich gewählt hat. Und du kannst fühlen, wie stark die Erleuchtung und das Licht ist, das jetzt im Juni auf die Erde fließt. Und mit diesem Licht erkennst du, wer du wirklich sein willst, ohne Einfluss von dem, was war, und ohne Einfluss von dem, was sein könnte, ohne die Vergangenheit und ohne die Zukunft. Bist du aufgefordert, dich zu fragen, wer willst du sein? Was macht dich aus? Wofür stehst du? Und was sind deine Prinzipien? Was wünschst du dir in deinem Leben und in deinem Erleben dieser Inkarnation, in der du gerade bist? Wir haben es schon erwähnt, die Energie ist schnell und du kannst fühlen, wie du einen wirklichen Bewusstseinssprung erlebst und du bist aufgefordert, diesen Bewusstseinssprung in deinem Leben sanft zu verankern und zu manifestieren und du kannst fühlen, wie groß dein Potenzial ist, diesen Monat zum Wachsen zu nutzen. Denn der Juni bringt auch Energien mit sich, die dich testen. Und du bist aufgefordert, schnell und intensiv zu wachsen, zu etwas Größerem zu werden, als du dir selber vielleicht denken kannst. Und das kann auch mit einem Risiko einhergehen. Ein Risiko, etwas zu tun, das du dir selber kaum zutrauen würdest. Es geht im Juni darum, zu überprüfen, ob du deine Gaben, dein Wissen,
und die Fähigkeiten, die du mit in diese Inkarnation gebracht hast, wirklich und wahrhaftig nutzt und ob du sie wirklich zugunsten des Aufstiegsprozesses einsetzt, in dem ihr euch mit der Erde gemeinsam befindet. Und wenn du merkst, dass dies noch nicht der Fall ist, dann ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, die entsprechenden Schritte einzuleiten, zu manifestieren und zu erschaffen, was du sein möchtest für diese Erde und für diesen Aufstiegsprozess. Denn Juni bringt eine starke Verstärkung der Intuition mit sich. Und du bist gefragt, diese Intuition tatsächlich zu nutzen. Die Erde befindet sich in einem kraftvollen Prozess. Und dieser Prozess führt dazu, dass die Energien immer durchlässiger werden und immer lichtvoller. Und mit diesen durchlässigen und lichtvollen Energien wird die Intuition der Lichtträger stärker und stärker und intensiver. Und du kannst im Juni wahrnehmen, dass deine Intuition tiefer geht als bisher angenommen. Nutze diese Intuition. Nutze sie dafür, einen wirklichen Lichtträger, einen wirklichen Anführer des Lichtes zu werden. Im Umgang mit dir selber aufmerksam und achtsam zu sein, genauso wie du im Umgang mit anderen aufmerksam und achtsam bist. Je besser du jetzt deine intuitiven Gaben und Fähigkeiten entwickelst und je mehr du jetzt dem Plan deiner Seele folgst, umso besser bist du ausgerüstet für die nächsten Schritte und die nächsten Stufen der Entwicklung, in der sich die Erde befindet. Die Menschen brauchen immer mehr Anführer, die ihre Intuition und ihre intuitiven Gaben so gut geschult haben, dass sie vermitteln können, wie man jetzt harmonisch, ganzheitlich leben kann, wie man ein Leben fühlt im Einklang mit dem Prozess und mit der Erde. Und dafür bist du jetzt als Lichtarbeiter aufgefordert, voranzugehen und andere Menschen in diesem Prozess zu unterstützen. Der Juni bringt eine sehr kreative Energie mit sich, wobei dieses Kreativ nicht im klassischen Sinne gemeint ist, sondern im Sinne von kreieren, erschaffen. Der Juni bringt ein Erschaffen mit sich, indem du manifestieren kannst, wohin du tatsächlich dich entwickeln möchtest und wie der Weg aussehen soll, den du gehen willst. Du bist aufgefordert, mit dieser Intuition zu arbeiten, sie in dein Leben einzufügen, sie zu stärken, zu schulen, sie weiterzubilden. Die neue Energie im Juni, diese kraftvolle Neuanfang-Energie, fordert dich auf, deine Intuition und deinen eigenen lichtvollen Weg neu anzuschauen und zu definieren, welches die nächsten Schritte sind, die du gehen willst. Und jeder dieser Schritte, den du gehst, egal ob groß oder klein,
führt dich in die neue Schwingung, in die neue Energie und auf die neue Erde. Es ist deine Entscheidung, die du triffst, achtsam, wach und bewusst. Deine Entscheidung, die du triffst, welche Schritte du gehen möchtest und wohin dein Weg dich tragen darf. Wir begleiten dich dabei und wir unterstützen dich so intensiv, wie du möchtest. Sprich mit uns und wir sind da. Und mein Name ist Erzengel Metatron.